Wir sind zurück in der Zukunft 2017 mit unseren Filmen, die wir zum ersten Quartal geguckt haben, und wir haben eine kleine Retrospektive vorbereitet mit unseren 5 Lieblingsfilmen, die wir in diesem Quartal gesehen haben. All die Knallbonbons, auf die wir lange, lange gewartet haben 2016 und die uns mit großer cineastischer Freude erreicht haben. Zum Beispiel der erste. La La Land. Ja. Der große Oscar-Favorit und Abräumer, muss man ja auch sagen. Und völlig zu Recht vor allen Dingen fantastisches Kino-Leinwand-Pärchen. Ja. Chemie hat total gestimmt. Musik ist ein großer, großer Traum. Viele von uns hatten, glaube ich, noch wochenlang Ohrwürmer. Ja, ich hatte ja auch, nachdem ich die Pressevorführung gesehen hatte, hatte ich auch sofort den Soundtrack, ich glaube, 2 Wochen lang durchgehört. Das war auf jeden Fall. War nicht nur so, lala. Babum. Supermarkt. Das Ende ist so ein bisschen, spaltet die Gemüter. Die einen sind furchtbar enttäuscht und ihr kleines Herz krümelt auf den Kinofußboden. Die anderen nicht. War super. Das ist halt, wie das Leben spielt. Das ist nicht immer alles toll und Happy End. Ist okay. Okay. No, ich bin da dran, ne? Ich bin da dran. Und mein Film ist, den ich auf jeden Fall erwähnen möchte, ist John Wick Chapter 2. Keanu setzt den Gold Standard für Action Movies wieder ein bisschen höher. Eine noch höhere Kill Ratio als der erste Teil, und die Choreografie ist einfach genial gemacht. Nehmen wir ein bisschen ab von der Story. Ist zwar okay, aber könnte besser sein, aber die Choreografie ist einfach on point. Ich mochte noch sehr gerne Moonlight, ebenfalls großer Oscar-Gewinner. Nein, viel besser als dieser blöde Song. Was? Das ist doch kein blöder Song. Judge for yourself. Stimmungsvoll bis zum geht nicht mehr. Wirklich, also ein großer, großer Leidensweg, den man da mitfolgt. Und es tut wirklich weh, den Film zu sehen, und gleichzeitig aber auch nicht, weil er so poetisch ist. So liebevoll gefilmt, und die Musik ist so schön ausgesucht. Also auch wirklich unkonventionelle cineastische Machart. Bin ganz, ganz zufrieden mit diesem Film gewesen, obwohl er mir so wehgetan hat. Aber das ist so... Er war schon einfach sehr wundervoll. Wie gesagt, für mich war das Ende ein bisschen abrupt. Für manche andere war es halt gelungen. Aber wie gesagt, beim Ende sind wahrscheinlich die Geschmäcker verschieden. Am Ende. mein weiterer Film, den ich auch noch nominieren wollte, war Snicket Logan. Das letzte Chapter in der Reise des Hugh Jackman über 16 oder 17 Jahre, wo er diesen Charakter gespielt hat in mehreren Filmen. Und es war ein würdiger Abschied. Es war ein würdiger Abschied. Und ich fand auch die neue, die Einführung von X-23 Laura, die den neuen Wolverine verkörpern wird, sehr gut gelungen, und ich denke mal, es wird gut weitergehen in dieser Franchise. Hidden Figure ist auch ein umwerfend guter Film gewesen. Mhm. Total genial, wie man mit einem Film, der in den 60ern spielt, auf alle aktuellen Probleme hinweist, die wir 2017 noch haben. Rassismus, Sexismus, aber ohne diesen vielleicht für manche Leute nervigen Fingerzeig, sondern auf eine total beschwingte, atmosphärische, clevere Art und Weise wahnsinnig coole Energie zwischen diesen drei Frauen, die von fantastischen Schauspielern verkörpert werden, macht da so richtig Spaß, so richtig gutes Popcorn-Kino. Und das finde ich, ich liebe den unkonventionellen Film, aber ich mag das auch, wenn mich ein Film wirklich, wirklich gut unterhält. Ja. Und darum nämlich, und hier außerhalb des Rennens, nächste Woche unsere Revue von Revue. Revue? Review. Review von Guardians of the Galaxy 2. Ist so. Der beste Film des Jahres bisher. Ja, den haben wir noch nicht eingezählt, weil ein neues Quartal und so, ne? Da muss man ja auch einen Zehner an der Kasse. Ist einfach nicht mehr außer Konkurrenz. Ist außer Konkurrenz. Ja, und zum Abschluss würde ich aber noch gerne mal erwähnen, Rest in Peace, Michael Ballhaus. Der ist tot? Wo hinter welchem Stein lebst du denn? Oh mein Gott! Michael Ballhaus ist leider tot, ja. Okay. Es war sehr traurig, und ich meine, guckt euch nochmal alle Filme an, vor allem Scorsese-Filme, die er gemacht hat. Oh, und The Departed. Ja, genau, oder Fassbinder-Filme. Das ist
Trauer. Julia, ich glaube, ich muss Julia trösten jetzt, aber ihr könnt euch mit den Filmen hoffentlich wieder ein bisschen abpicken und auf ein weiteres gutes Jahr 2017. Mach's gut.